Hi Leute, wir sind hier wieder bei Prince of Persia Warrior Within in einem neuen Bereich. Und das ist schön. So, das war blödsinnig. So, jetzt. Denn das ist echt schön. Und wir müssen immer noch in den Thronsaal in der Gegenwart. Und ich habe keine Ahnung, sind wir in der Gegenwart? Ich vermute mal nicht. Oder? Das ist doch, oder? Ich weiß es nicht. Ihr könnt mal ganz kurz gucken. Wir sind in der Gegenwart. Und wir sind ganz woanders. Doch, es scheint richtig zu sein. Jetzt nicht. Scheiße, es ist schwer. Aber wartet mal, wir könnten natürlich hier rechts gehen. Da können wir schon mal eins umgehen. Oder auch nicht. Ey, das ist doch... So. Die ruhige Kugel schieben ist manchmal doch nicht so verkehrt. Das war leider Gottes falsch. So, nicht lang hin und her hüpfen, ansonsten kommt man mit der Zeit auch nicht mehr hin. So wird's doch was. Runter, 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 runter. Oh, Mensch, Prinz. Prinz. Krieg noch einen Herzinfarkt mit dir. Oh, oh. Das war knapp. Knappe Kiste, noch gerettet. Was ist denn da oben? Ein Kerker. Oh. Ein Pirate ist drin. Und wir werden anscheinend die Zeit wieder ändern, oder was? Nee. Ach, das ist ganz der Anfang. Ich habe mein eigenes Leben gerettet. Und wusste es nicht mal. Tja. Man hätte sich ja mal umdrehen können, hätte man es gesehen. Okay. Ich finde das echt ein bisschen fies hier, dass man mit so wenig Energie die ganzen Level bestreiten muss. Das ist echt übel. Ah, es sieht echt nicht rosig aus hier. Ich meine, guck mal hier, man hat so viel Energie. Und ein paar Sekunden später hechelt man hier mit einem Viertel von dem ganzen Zeug rum. Das ist nicht so nett. Hier, jetzt verliere ich wieder Energie. Ich würde so gerne wissen, warum. Wenn es irgendwie Story... wenn man es irgendwie storytechnisch begründen könnte. Was man bestimmt auch kann. Und wahrscheinlich hat er es auch erzählt. Nur ich habe wieder nicht aufgepasst. Zack. Zack. So. Auf jeden Fall haben wir ordentlich Pfeffer jetzt unter der Haube hier mit dem neuen Schwert. Fuck you, das war knapp. Aha. So. Jetzt aber gleich weiter. Böse Falle. Das kleine Sägeblatt. Es kam so langsam. Habe ich glatt übersehen. Wir sind richtig. Ich kann die Plattform nicht erreichen. Vielleicht kann ich sie zu mir bewegen. Wenn du weißt, wie es geht, lieber Prinz, dann sprich es aus. Aua. Sag es doch gleich wie. Och, fuck you. Ja, danke. Geil. Direkt in die Klingen da reingesemmelt. Oh, er aber auch. Oh. Die Herrscherin wird über meinen Sieg hoch erfreut. Weg mit dir. So, renn mit euch da. Renn. Jetzt nimm sie. Nimm sie. Oh, fuck you. Diese blöden Biester.
hau einfach ab. Hihi. Ich bin mal wieder clever. Manchmal ist es wirklich das Sinnvollste, einfach abzuhauen. Ah, okay, das ergibt Sinn. Das ergibt dann doch nicht so viel Sinn. Ja. Wenn die Dinger beide bewegen. Machen wir erstmal so. Damit haben wir eins schon mal richtig. Was wir wahrscheinlich wieder irgendwie verstellen müssen. Dann geht's darüber. So. Verdammt. Einer dieser Hebel muss es sein. Na du Prinz, ich glaube nicht, dass es nur einer ist. Nee, wartet mal, das ist jetzt richtig. Liebe Kinder, bei solchen Rätseln bin ich sehr, sehr schlecht. Meistens durch Zufall kriege ich es dann irgendwann hin. Ach komm, weißt du, sonst hält er sich immer fest. Und jetzt nicht. So, ich denke, wir müssen hier nochmal drehen. So. Haha. Gut, es war dann doch nicht so schwer. Es war dann doch sehr ersichtlich, wie es zu funktionieren hat. Ja, Kamera muss mir nicht erzählen. Ich habe es gelöst, das Rätsel. So, und jetzt fließt es da rein. Und alle Gegner verbrennen. Klasse. Also die Gegner verbrennen wirklich. Da fragt man sich doch, hat das der Prinz wirklich so geplant? Ich meine, es kann doch auch sein, dass die Plattform einstürzt, wo er gerade draufsteht. Und dann wäre es doch eher scheiße gewesen. Aber... Nein, geh doch jetzt hoch. Tschüss, ihr Deppen. Also ist jetzt das prinzipielle Ziel eigentlich nur noch in den Thronsaal zu gehen. Dort machen wir die alte nochmal kalt. Und dann drehen wir noch eine Runde. Weil es so schön war. Fuck. Tja, ne, so nicht. Wie dann? Wie dann? Cézanne. Keine Ahnung. Los, bleib liegen. Ah, naja, nicht gerade schön, aber selten. Irgendwie sind wir durchgekommen. In 15 Scheiben. Komm, zack. Nein, bitte einmal drehen. Zack. Sehr schön. So, wir können wieder an irgendeinem Schalter drehen. Wird irgendeinen Sinn haben. Hat einen Sinn. Sehr schön. Zack. Nee, so nicht. Warum nicht? Das war Zufall. Ui. Du hast gesehen, meine Reflexe wie eine Katze. Wie eine Katze. Ich vermute mal, wir müssen nach unten. Jetzt spring doch endlich. Oh, das war ein schnelles Ende. So. So. Ich verstehe nicht. Warum geht das jetzt nicht? Jetzt geht's. Auf einmal. So. Sehr schön. Wie ist es gedacht? Wally the Wallman. Oder? Fuck. Das könnte mein Ende sein. Das war knapp. War knapp. Haben wir aber noch gemanagt. Sehr schön.
Enttäuscht mich nicht. Hier waren wir doch auch erst. Das sind nur die Gefängnisse. Alter. Ich bin gerade in meiner Super-Attacken-Animation. Runter mit dir. Das ist aber auch ein Aufwand, nur um endlich mal wieder in diesen blöden Bereich zu kommen, wo wir eh schon zigtausend Mal waren. Ist das nicht alles sinnlos? Da hat sich doch der Architekt des Sandes nicht so richtig eine Platte drüber gemacht, hä? So. Keine Ahnung, ich speichere ab. Ich speichere hier ab. Ich habe sonst Angst, dass ich sterbe. Und dann alles nochmal machen muss. Es kann ja auch immer wieder sein, dass Avira nochmal kommt. Vor ein paar Parts war es ja so. Und sagt, nö, hey, du willst den Golem besiegen? Tja, jeder will das. Aber jetzt wirst du es nicht tun. Hier waren wir erst, ey. Ich spiele halt jetzt ein paar Stunden am Stück. Und ich war hier erst. Ihr greift ihn zuerst an. Ich mache ihm dann ein Ende. Es ist kein Platz für euch auf dieser Insel. Okay. Ihr wisst wohl nicht, wie man Frauen behandelt. Nö. Um ehrlich zu sein, nö. Jetzt hör doch mal auf. Ich drücke einmal schlagen und er macht hier seine Combo bis zum bitteren Ende. Fresse. Och, die alten Säcke. Hier gibt es halt auch nichts, wie man die mal schnell platt machen kann. Das muss man alles nochmal machen. Ey, das ist echt eine Fleißarbeit hoch 10 hier. Also beim dritten Teil, okay, er war nicht geil, er war geradliniger. Da muss man echt sagen, das gefällt mir dann. Jetzt ist doch mal gut. Er zieht hier eine Combo ab und macht mich tot. So, jetzt stirb bitte endlich. Hallo, ich bin's wieder. So, das machen wir jetzt aber ganz schnell. Habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Sagt mir, wenn ihr für den richtigen Kampf ja, ich habe keinen Bock drauf, habe ich gesagt. Jetzt lasst mich doch mal zur Seite gehen. Oh, jetzt geh doch rein, Prinz. Ich sehe nichts. Ich sehe einfach nichts. Ey. Da muss ich da erstmal husten. Die Herrscherin wird über meinen Sieg. Ich sehe nichts. Ey, die Kamera ist. Greif ihn. Lass ihn nicht entkommen. Ich habe auch das Gefühl, wir sind wieder falsch. Oh, was macht er denn? Jetzt lass mich doch mal bitte durch. Es ist doch nur wirklich Platz für 5 Leute hier. Ja, die Tür ist offen, geht aber schon wieder zu. Aber geschafft. Ich habe echt das Gefühl, wir sind wieder falsch. Es tut mir leid, ey. Ich habe so einen Frosch im Hals. Ich kann trinken, ich kann machen, was ich will. Er geht nicht weg. Für den richtigen Kampf werde ich nie bereit sein, habe ich so das Gefühl. Oh Gott. Jetzt geh doch einfach mal da lang. Beweg dein Prinzen-Ärschchen. Für den richtigen Kampf bereit sein.
Nein. Nein. Och Mann, er ist der dümmste Computerspiel. Weißt du, es gibt ja Actionhelden, die sind schon... Oh, es... Sorry, sorry. Leute, es ist... Ich hab echt langsam keinen Bock mehr. Das Spiel ist scheiße. Nein, ist es nicht. Aber warum jetzt geht kein Wallrun? Jetzt geht es nicht. Sonst, wenn ich blocken will, dann wallrunnt er hier von einer Ecke in die andere, als würde es keinen Morgen geben. Ich komme nicht weg. Entweder blockt er oder er wallrunnt. Und zwar immer das genau, was er nicht machen soll. Wirklich immer genau das, was er nicht machen soll. Seht ihr das? Er soll jetzt halt da hochspringen. Und das Spiel sagt jetzt, nein, du musst jetzt hier kämpfen. Und ich will nicht. Ich will einfach nicht mehr. Ich will nicht kämpfen. Ich will Frieden. Und es ist, ich habe alle getriggert und es kann doch echt nicht sein, dass ich hier 15 mal dieselben Gegner besiegen muss. Das ist doch Schwachsinn. Ich meine, das ist doch kein Spieledesign. So, jetzt lass mich endlich hier hochklettern. Danke. Ach, das war falsch. Ich bin gerade jetzt auch so ungeduldig. Diese unendlichen Gegnerwellen. Und jetzt wieder denselben Weg. Und wieder und nochmal. Und es wird wahrscheinlich sowieso der falsche Weg sein. Weil, ganz ehrlich, wir sind einfach komplett verkehrt. Wir sind komplett verkehrt. Oh Gott. Ich verstehe das nicht. Warum? Das muss doch mal irgendwer gespielt haben und festgestellt haben. Ey, das macht doch nicht so viel Spaß, wie wir uns gedacht haben. Na gut. Wenn die neuen Gebiete kommen, das finde ich dann immer richtig gut. Wir sind auf jeden Fall doch richtig. Okay. Tja, und jetzt? So nicht. Gehen wir wieder weg, ne? Vielen Dank für das Gespräch. Na, das finde ich dann wieder cool, wenn es dann wieder was anderes ist. Jetzt könnte ich doch da theoretisch irgendwie rein. Das wäre doch jetzt... Oh, Mann. Weißt du, er hat das größte Geschick der Welt und balanciert auf allen Dingern rum. Da fällt man da runter und er hat gerade das Übergewicht am Arsch, sodass er nach hinten runterfällt. Das ergibt einfach keinen Sinn. Oh, Mann. Jetzt lass mich doch mal wieder ganz normal irgendwie laufen. So. Aber das beruhigt mich immer, dass ich dann wieder richtig bin. Weil, dann kannst du das ganze Level normal machen hier. Hallo. Los, komm schon, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind hässlicher als das Vieh. Was, Schnitzel? Du bist auch so ein Schnitzel. Komm, jetzt aber, gib Stoff. Oh, fuck, ey. Dieses Biest. Und nun stirb, du Bastard! Ja, das würde ich auch sagen, aber ganz ehrlich, der wird nicht tot sein. Ich vermute mal, dieses Vieh wird eine Symbiose eingehen mit der Ollen. Und die werden dann der Megaboss. Wahrscheinlich kommt dann noch ein Golem dazu und hilft den beiden. Und noch dieses komische Fliegvieh. Und wir sind endlich wieder ganz woanders angekommen. Ich kann fast nichts sehen. Ich muss wachsam sein. Oh, fuck. Ich weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Und ihr nennt euch Schwertmeister. Mhm. Ich nenne mich vor allem ein. Ich bin der Feige. Ich bin so feige, dass ich abhaue. Und das zu Recht. Ich sehe nicht die Hand vor Augen.
sollte auf der Hut sein. Haha. Ich glaube, es ist nicht so geplant, aber wir haben es überlebt. Irgendwie haben wir es überlebt. Flieht, solange ihr noch die Möglichkeit habt. Ich muss nicht fliehen. Los jetzt. Stirb. Ah ja, kann ja sein. Aber deswegen bin ich auf der Flucht. Nee, warte mal, wie denn jetzt? So. Ist da eine Brücke? Nee, ne? Nee. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Na, das ist schon nicht verkehrt. Diese Tür. Der Schalter dafür muss hier irgendwo sein. Ach, wenn meine Augen nur den Nebel durchdringen könnten. Alter, wie viele sind das denn? Na gut. Ach, guckt mal, da ist der Weg. Wie schön. Hilfst du mir? Nein, natürlich nicht. Ich würde die auch so gern runterschubsen. Aber das geht natürlich nicht. Ah, ich bin schon tot. Geil. Ich habe echt wieder nur ein Viertel des Lebensenergie. Und ich weiß nicht wieso. Um es noch x-mal zu wiederholen. Ich weiß, aber es ist halt so. Ich würde es gern verstehen. So. Ich gehe jetzt hier meinen Weg. Und kämpfe nicht mehr. Ich bin jetzt Pazifist. Wall run. Meine Fresse. Wall run und jetzt, ach du Dödel. Jetzt. Yeah. Hoffentlich kommen diese blöden Köder jetzt nicht her. Ach, jetzt muss man den Weg wieder zurück. Und die lauern auch noch alle vor der Tür. Es ist doch echt zum Mäusemelken hier. Ich benutze mal, ich habe das Gefühl und ich werde mal, wir müssen einfach wieder zurück, ne? Nö, so nicht. Wie komme ich jetzt zurück? Ach, hier. Hallo. Riecht ihr mich schon? Ich sehe genauso lecker aus. Nee, ich rieche genauso lecker, wie ich aussehe. Ach, fick dich doch. Das war doch klar. Das war so klar, dass das Scheißding jetzt zu ist. Ach, immer diese Zeitschaltuhren hier. Mann, Mann, Mann. So ein Mist. Ganze Mist umsonst. Ich dachte, man kann direkt drüber springen. Kann man nicht. Liebe Leute, ihr seht's, kann man nicht. So, jetzt aber. Zack. Ich muss auf jeden Fall gleich wieder die Zeit und wieder Zeit anhalten. Gleich die Zeit hier. Die Zeit im Auge behalten. Das war schon wieder sauknapp. Aber auf jeden Fall kommen diese Biester nicht hinterher. Aha. Aha. So. Hallo. Tschüss. Ja, ich fliehe. Oh, oh, scheiße. Ganz viele Sägedinger. Ach, jetzt hör auf zu schießen. Du fieses Schwein. Irgendwie
War doch das eben anders. Tschüss. Och, ich war doch drüber. Ich war hinweg. Ich war hinweg gewesen. So, jetzt. Beine in die Hand nehmen, Prinz. Und weg von dem Scheißort. Obwohl mir das gerade wieder gefällt hier. So, Tempel, Ruin. Hat mehr was als... Immer wieder derselbe Weg. Oh, das ist schlecht. Ich sehe gerade die Kratzspuren auf der rechten Seite. So. So. Und da ist endlich was zum Speichern. Zack. Renn mit dem Rüssel wieder voller Energie, um dann 3 Minuten später wieder nur noch ein Viertel Energie zu haben. Ein Viertel Energie. Natürlich. Ach, ich kann nicht mehr reden. So, Leute, ich mache einen Break. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.